Das dürfte zum Thronsaal gehen, aber gucken wir uns erstmal weiter hier um. Hier hinten waren die Pilze, ja. Okay, und hier komme ich nicht weiter. Mal gucken, sagt Gerling noch mehr? Nee. Okay, dann doch erstmal mit Salina reden. Neue Hinweise sind immer gut. Halt! Ja. Das habe ich mal schnell übersprungen. Ist eh nur Laber-Laber. Hast du schon Neuigkeiten? Oh, bitte sag mir, dass du meine Unschuld beweisen kannst. Ich komme voran, aber ich habe noch ein paar Fragen. Du darfst mich alles fragen. Man hat die Scherben deines Jonglierballs und Tatort eines Diebstahls gefunden. Kannst du mir etwas dazu sagen? Mein zerbrochener Jonglierball zeigt mal her, tatsächlich, aber der ist mir schon vorher zerbrochen. Die anderen Jonglierbälle haben nämlich andere Farben. Gibt es Zeugen dafür, dass er schon vorher zerbrach? Lass mich überlegen, aber ja, er zerbrach mir, als mich die königliche Wache aufsuchte, um mir zu sagen, dass ich vor den jungen Zwergen nicht mehr auftreten darf. Einer der Wachen muss das bestätigen können. Welcher der Zwergenwachen war es? Zeige mir. Leider sehe ich ihn hier im Thronsaal nirgends. Vielleicht ist seine Schicht bereits beendet. Hast du einen Verdacht, wer der wahre Täter sein könnte? Ich will nicht wie ein kratzbürstiges Weib klingen, aber diese Krämerin Adessia vertraue ich nicht. Irgendetwas kommt mir an ihr nicht ganz geheuer vor. Vielleicht gefiel mir auch ihr Grinsen nicht, als die Wache kam, um mich abzuholen. Okay, wo haben wir den Jonglierball bitte her? Entweder habe ich irgendwas übersprungen. Also gut, welche die Wache ist, ist ziemlich klar. Das ist nämlich der Typ unten beim... Wird. Grasima steht da, ziemlich schwer bepackt. Bei allen Minenschächten! Gutes Glück, dass ihr gerade vorbeikommt. Ich bin Orgrim, war Sohn des Orgrim. Vorarbeiter der Stollengräber Murolosch. Im Namen König Ambrosch soll ich helfen, die Sabotageakte in Murolosch aufzuklären. Könnt ihr mich dabei unterstützen, Orgrim? Ihr versteht nicht, ich helfe euch gern nach allem, was ich von euch gehört habe. Doch unten in den Tunneln sind gerade die Niederhöhlen losgebrochen. Bitte helft mir. Beruhigt euch und erzählt erst einmal genau, was passiert ist. Also gut, bei den wichtigen Minengrabungen unter Murolosch ist einer unserer Stollen zusammengestürzt und hat mehrere Zwerge unter sich begraben. Ich muss jetzt noch kundige Minenarbeiter finden, um den Stoll zu sichern und neu abstützen zu können. Es war allerdings gerade Schichtwechsel und die Arbeiter, die nicht in den Unfall verwickelt waren, sind schon in die Stadt zurückgekehrt. Es wurde bei den ganzen um Sabotage es muss sich bei dem ganzen um Sabotage gehandelt haben, ganz sicher. Auch wenn noch alles eingestürzt ist, habe ich die Stellen und an den Stollenbalken sehen können, die absichtlich zerstört wurden. Alles Weitere muss ich mir bei Licht und Ruhe noch einmal anschauen. Jetzt brauche ich aber zum Abstützen erst einmal noch mindestens 5 weitere Minenarbeiter. Allein schaffen wir das nicht. Bitte sucht die Minenzwerge und schickt sie zu uns nach unten. Werdet ihr das tun? Selbstverständlich, die Hilfe ist sei euch gewiss. Wo finde ich denn am besten die weiteren Minenzwerge? Das ist ja das Problem. Sie haben alle keine Schicht und halten sich irgendwo in der Stadt auf. Ich hatte gedacht, viele wären hier in der Taverne. Ich muss zurück und habe keine Zeit weiterzusuchen. Helft ihr mir trotzdem? Selbstverständlich. Sehr gut, eilt euch. Es könnte sonst noch alles schlimmer werden. Ich mache mich auf den Weg. Bis bald. Jetzt reden wir aber erstmal mit ihm gleich. Also, der eingestürzte Stollen. Unter der Stadt wächst ein dichtes Netz aus Stollen und es ist einzig der hohen Bergmannskunst dieses Volkes zu verdanken, dass Murolosch trotzdem stabil steht. Nur da trotzdem ein Mineneingang einstürzt, liegt die Vermutung nahe, dass es hier ein Saboteur war. Dass hier ein Saboteur am Werk war. Denn die Grubenmeister achten mit Argusaugen darauf, dass kein Stützpalken seinen Dienst versagt. Jetzt aber ist schnelle Hilfe gefragt. Finde 5 Minenzwerge.
Es werden dringend Minenarbeiter benötigt, um die Stollen stabilisieren zu können. Dummerweise haben die meisten schon Feierabend und sind in die Stadt zurückgekehrt. Ich sollte mich schnell auf den Weg machen, um noch ein paar von ihnen zu finden. Mhm. Die werden mir zum Glück angezeigt. Grubenbauer hauptsächlich, ein Schachtfeger und ein Steiger. Bitte den Minenzwerg Lulosch. Ich muss den Minenzwerg Lulosch, Sohn des Olmar, zum Unglücksstille schicken. Er muss irgendwo in der Stadt zu finden sein. Ich muss den Minenzwerg Gandor, Sohn des Garamor, zum Unglücksstille schicken. Ich muss den Minenzwerg Fenmurol, Sohn des Ferolax, finden. Chom, Sohn des Tugabal. Und Endrosch, Sohn des Etoshgrim. Mhm. Jetzt aber zu dir. Ah, ihr seid ja. Wie steht es denn um die Verhandlung? Wir suchen diejenige Wache, die Salina den Befehl des Königs überbrachte, dass sie nicht mehr vor den jungen Zwergen auftreten dürfte. Salina sagte uns, dass ihr Jonglierbeil bei dieser Gelegenheit zerbrochen sei und sie die Scherben weggeworfen hätte. Ihr seht. Ja nun, vielleicht war ich ja ein bisschen ruppig, als ich den Befehl des Königs ausführte. Ja, der Jonglierbeil zerbrach dann eben bei dieser Gelegenheit. Und es sind auch dieselben Scherben, die ihr da habt, denn die anderen Bälle hatten andere Farben. Würdet ihr mir das schriftlich geben? Die Scherben sind nämlich am Ort eines Verbrechens erschienen und gelten als Beweis gegen Salina. Oh, nun, natürlich gebe ich euch das schriftliche. Wisst ihr, es hat ihr mir im Nachhinein auch leid, denn die Glaskugel war ein hübsches Stück Handwerksarbeit. Danke sehr. So, damit haben wir der Jonglierball. An einem der Tatorte wurden Scherben gefunden, die eindeutig zu einem von Salinas Jonglierbällen gehören. Allerdings konnte der Hauptmann bestätigen, dass Salina der Ball zerbrach, als er ihr das Auftrittsverbot des Königs aussprach. Anschließend hat sie die Scherben enttäuscht weggeworfen, und zwar vor seinen Augen. Jemand muss also die Scherben an sich genommen haben, mit dem Ziel, sie am Tatort zu platzieren, sodass der Verdacht auf Salina fallen würde. So, gut, da suchen wir jetzt mal Zwerge zusammen. Wie machen wir das am besten? Wir gehen erst zu ihm, dann die drei und dann den letzten da oben. Oder hat Gerling noch eine Idee? Immer Gerling fragen und nicht verzagen. Ja. Im Moment weiß ich auch nicht so recht. Vielleicht solltet ihr euch einmal bei Sinias Unterkunft umsehen. Weiter oben in den Quartierbereichen. Wenn wirklich jemand sie in Verdacht bringen will, ist vielleicht einem Nachbarn etwas aufgefallen. Okay. Das mache ich, sobald ich die Zwerge zu den Stollen geschickt habe. Aber wir sind ja hier auch schon weiter oben in den Quartierbereichen. Ich glaube aber nicht, dass sie zum Beispiel was gesehen hat, oder? Nee, sie sagt nur vielen Dank für unsere Hilfe. Angrosch zum Große. Ein Stollen ist eingestürzt. Sie muss schnell helfen gehen. Ogrim braucht euch. Was? Ich mache mich sofort auf den Weg. Marsch, dumme die Dumme da. Glück auf. Wenigstens sind da die Zwerge sehr was ist mit dir? Beim Mächten, wer ist Char? Talentheilkunde Wunden, Gwenda, Ärger, es gab Ärger. Warte, ich glaube, ich schaue erst einmal eure Wunden. Hab Dank, Freund, ich danke euch. Ihr habt mir das Leben gerettet. Aber was ist euch passiert? Erzählt. Ich habe mich seine Gestalt in das Quartier der Gauklerkönigin eindrang. Ich wollte dies den Wachen melden, doch plötzlich traf mich ein Schlag von hinten und ich verlor das Bewusstsein. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich sicher gestorben. Bei Angrosch habt Dank. Würdet ihr eure Geschichte vor dem königlichen Gericht noch einmal bezeugen? Die Gauklerkönigin Salina wurde nämlich angeklagt, den Hohepriester Xolgoroth vergiftet zu haben. Aber jemand anderes muss dahinter stecken. Was, die gute Salina? Natürlich helfe ich euch. Gebt mir etwas zu schreiben. Bis zum Todesland schaffe ich es noch nicht. Hier, schaut, da steht alles, wie ich es gesehen habe. Ich hoffe, Salina wird nicht zu Unrecht verurteilt. Ja. Der Einbruch.
In der Nähe von Salinas Wohnung habe ich einen verwundeten Zwerg gefunden, der mir erzählte, dass er einen Einbruch bei Salina beobachtet hat, aber ganz plötzlich niedergeschlagen wurde. Klingt ganz danach, als ob jemand einen lästigen Zeugen unschädlich machen wollte, der bezeugen kann, dass hier jemand Salina irgendetwas anhängen will. Gewinne den Prozess. Ich konnte schon eine Menge Beweise sammeln, die für Salinas Unschuld sprechen. Sicher könnte man noch mehr herausfinden, aber von mir aus könnte der Prozess jetzt beginnen. So, Gwendala hat einen Stufenaufstieg. Bogen können wir ihr nicht geben, aber wie gesagt, sie bräuchte mal Selbstbeherrschung. Das bin ich. Genauso wie Gladys. Sprich, Freund. Ich könnte selber mal ein bisschen Sinnesschärfe gebrauchen, aber... Ich will einen Punkt in Körperkraft und dann packen wir mal etwas in Sinnesschärfe. Und Vorgrim wollte ich noch einen Punkt in Konstitution geben. Wir können auch mal in Salinas Raum gucken. Weil hier sind wir ja richtig bei Salina. Oh, hi Ungrim. Ja, was ist wohl? Ich bin eigentlich sehr geschäftig im Moment. Ich störe auch nicht lang. Wer bist du denn? Erst nur kurz nicht stören wollen und dann mich mit Fragen vom Arbeiten abhalten. Also um eure Frage zu beantworten, mein Name ist Ungrim, so des Ungrim. Ich hoffe, das befriedigt eure Neugier. Kennst du vielleicht Salina? Immerhin ist das ihr Quartier hier. In der Tat habe ich die gute Glauklöckkönigin einst auf einer meiner Reisen getroffen und sie hat mich sofort in ihr Herz geschlossen, weil ich beflissen und sorgsam bin und wir uns gut ergänzen, würde ich sagen. Ja, das wird es wohl sein, wenn ich recht überlege. Seitdem helfe ich hier jedenfalls mit allem Möglichen und... Schon gut, das reicht. Ich habe noch andere Fragen. Ja, soll ich euch nun Rede und Antwort stehen oder nicht? Wenn ihr nur an knappen Ja oder Nein interessiert seid, dann sagt das bitte vorher. Ich habe bei Angrosch noch andere Sachen zu tun und würde gern vorher wissen, ob ihr hier noch den ganzen Tag stehen werdet oder nicht. Ich möchte dich noch etwas Allgemeines fragen. Das kann wieder mal alles oder nichts bedeuten. Hört sich eher danach an, als müsstet ihr mir noch den ganzen Abend für euch... noch den ganzen Abend für euch freiräumen. Könnt ihr euch bitte kurz fassen, damit ich heute noch etwas von meiner Arbeit hier schaffe? Weißt du nicht zufällig, wo ich das adamantene Herz finde, oder? Hört her, ich kann gern morgen nochmal nachschauen, wenn ich hier Ordnung reingebracht habe. Wenn ich das von euch genannte Objekt finde, werde ich es euch wissen lassen. Was machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Soll ich wirklich damit anfangen? Ich glaube, dann werde ich heute wirklich nicht mehr fertig. Und glaubt mir, Herr, das möchtet weder ihr noch möchten, dass Salina oder ich. Am besten, ich arbeite jetzt einfach weiter. Ihr könnt mir ja dabei zusehen. Das befriedigt dann vielleicht eure Neugier genauso schnell, als wenn ich es euch erzählt hätte. Schon gut, das reicht. Ich habe noch andere Fragen. Ja, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Also, finden wir hier noch was? Das ist übrigens ein ziemlich großes und schönes Quartier. Auch wenn hier oben alles voll mit Kisten steht. Also, nee, wir finden hier drin wohl scheinbar nichts. Ich hoffe mal, das Schlafzimmer ist hier drin, weil sonst frage ich mich, wo diese Leute schlafen. Okay, dann wieder raus hier. Okay. Das heißt, das hier war Salinas Quartier. Ah ja, Odysseas Quartier habe ich immer noch nicht gefunden. Und
Und ja, da geht's in den Thronsaal, aber da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen mehr Beweise. Mehr Beweise bedeutet mehr Erfahrungspunkte für uns.